Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and gentlemen, eine Woche ist ja schon her seit dem letzten Info-Video. Jetzt nicht mehr monatlich, sondern wöchentlich. Ja. Und demnächst wird es dann täglich. Oh nee, ey. Immer mit Jack hier zusammensitzen. Ja, ist doch geil. Ja. Also ich verbringe gerne Zeit mit mir selber. Das ist immer, das ist schön. Ja, aber es ist jetzt die Frage, ob ich gerne Zeit mit dir verbringe. Das schreibe ich jetzt auch in mein Tagebuch. Meine böse Liste. Wer war heute böse zu mir? Deine böse Liste? Ja. Ja, nächstes Mobbing-Tagebuch. Ja. Ja, lass ein Like da gegen Mobbing. So. Wir hatten letzte Woche ein Info-Video gemacht. Kurz angegriffen, was wir schon mal geändert haben und was wir noch ändern wollen. Richtig. Dann hattet ihr natürlich auch noch Fragen und die haben wir uns notiert. Und noch ein paar extra Dateien dazu gepackt, dass wir es auch nicht vergessen, weil es thematisch eigentlich auch ganz gut passt. Wir haben natürlich weitere Sachen geändert. Wir haben weitere Sachen noch geplant und da hat sich sowohl videotechnisch als auch auf YouTube allgemein bei uns einiges geändert. Und wo wollen wir denn anfangen? Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Wir sind auf jeden Fall jetzt so weit, dass wir sagen können, wir können jetzt alles beantworten. Wir haben noch nicht alles geändert. Werbespot zum Beispiel wird dann kommen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wird dann kommen, wenn Sven und ich uns wieder treffen dürfen nach Corona. Ja, also, ich vermisse noch so zu sehen. Ne? Gerade eben hast du gesagt, ja, weiß ich nicht. Ja, aber bei dir ist Döner so geil. Dreh mit der Hand! Nee. Den Kanal-Trailer, da bin ich aktuell noch bei, das kann noch ein paar Klein dauern. Aber der Rest ist soweit, steht schon soweit fest, was wir jetzt ändern wollen. Und ihr habt uns noch gefragt, was euch noch so interessiert. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Aufteilung an. Mit der Aufteilung, ja. Würde ich sagen, ich habe nämlich den Upload-Plan von uns schon mal gemacht. Wir haben nämlich schon so leicht notiert, wie wir es ungefähr machen wollen. Mhm. Mit der Aufteilung von unseren drei Channels, die jetzt alle aktiv wieder sind. Und zwar kommt vorweg nochmal die Frage, 2 Videos täglich, der neue Standard. Nein, wer im Community Hub das schon gelesen hat, bis zum 21. wird alle paar Tage täglich was kommen. Also es wird fast täglich mindestens ein Video kommen, bis zum 21. Ja. Und zwischendurch auch 2 Videos. Das sind auch die Videos aus der All-In-Zeit und die wollen wir euch quasi schnell alle präsentieren, damit wir mit unserem Plan bzw. endlich mit unserem neuen Standard weitermachen können. Und deshalb bis zum 21. kommt sehr viel auf dem Hauptchannel, aber zwischendurch auch schon auf dem Nebenchannel, so die ersten Sachen. Richtig. Und jetzt kommen wir zu der Aufteilung. Ab dem 22. geht so gesehen die Akadari-Teil richtig los, der neue Standard, mit einem Upload-Plan. Den hatten wir ja vorher auch gemacht, bis wir die Änderung gemacht haben, deswegen 2 Videos täglich, immer brauche ich jetzt nicht notieren, jeden Tag kommt Video. Deswegen, jetzt für euch die Info, es bleibt bei 15 Uhr. 15 Uhr ist bisher so eine Zeit, die aktuell sehr gut funktioniert, allein wenn man so auf Valorant guckt, funktioniert es ziemlich gut bisher. Valorant ist so unser Main-Content aktuell. Und aktuell wird es halt so sein, auf dem Hauptchannel kommen 2 bzw. 3 Videos. Es fängt immer an montags, aber damals All-in-TV. Und das ist jetzt Akadari Su-TV und da wird auch weiter montags das dort bleiben. Und auf 15 Uhr. Alles, was jetzt ankommt, wird immer 15 Uhr sein. Ist das eine Frage? Ja. Und zwar Content auf hier Akadari Su TV. Ja. Nur noch UX oder wird da auch noch was anderes kommen? Hm? Mein Freund? Stellst du jetzt Bonusfragen oder was? Ja. Du darfst ja auch gerne beantworten. Nee, ich stelle dir die Frage. Weil du es nicht weißt oder was? Ich weiß nur von einer Sache noch. Okay, auf der Kanal-Info ist nochmal geupdatet worden. Da steht jetzt alles zum Groben, wie wir es auch aufteilen. Nur natürlich nur nicht nach dem Upload-Plan. Auf dem Akadari Su, also All-In-TV, war damals Reacts, Talks und beziehungsweise am meisten war es am Ende nur noch Reacts. Wisst ihr vielleicht selber, wenn ihr den Kanal mit abonniert hattet. Jetzt wird es noch so sein, Reacts zu Gameplay war am Ende das Thema quasi. Gameplay-Trailer zu irgendwas, was uns interessiert und vielleicht euch interessiert, gibt es nicht jede Woche.
Und das und deswegen haben wir uns natürlich noch was überlegt. Zum Beispiel wird am Montag, dem 22., wo so eine Zeit dann beginnt, wird dann eine Tierlist kommen. Wir haben uns mal auch was zusammen ausgesucht, was wir beide mögen, wo wir beide behaupten würden, kennen wir uns aus. Und da wird ein kleines Video kommen, was knapp über 10 Minuten geht. Und um zu gucken, wie euch sowas gefällt, ob sowas auch in die Richtung geht, was ihr vielleicht mögt. Wir sind es wird nicht direkt Gaming sein, aber Gaming wird natürlich auch noch thematisch da vorkommen. Falls, wie gesagt, ihr solche Sachen auch sehen wollt. Genau, und dann würde mich auch interessieren, ob ihr auch die zeitliche Sache so, wie sagt man das, euch gefällt oder lieber ein bisschen kürzer gehen. Ja. Schwierig. Weil das war schon von der Zeit, ein bisschen mehr wie 10 Minuten, kann man sagen, also. Knapp. Sehr knapp, also gerne länger oder kürzer, das solltet ihr dann nochmal in die Kommentare schreiben. Länger. Moin. Moin. Und Talks werden, also sowas wie Spielesenf, was wir ja auch bisher zwei Folgen hatten, wenn sowas thematisch passt und was wir sich, also solche Talks auf dem Zweitschein wird es auch dann geben, weil wenn wir es haben. Also solche Sachen gehen halt da mit rein. Podcast ist weiterhin erstmal pausiert, würde dann aber vielleicht immer nochmal weiterkommen, wenn zum Beispiel der dritte Part wieder da ist, zu dem wir dann nachher kommen. Dann dienstags kommt Akadari. Akadari kommt Dienstag und sonntags. Und freitags halten wir es immer frei für Besonderes. Beziehungsweise erstmal, wenn mit TTT, also sagt Sven gleich mal zu. Und freitags halten wir es aber auch dann sonst noch frei für. Also sonst nicht frei für Infovideo. Weil Freitag ist so die Main-Zeit, ist so. Wochenende fängt an, Spaß beginnt, erstmal ein erstes Thema wie Info. was wir jetzt wieder mal aufgeworfen haben. Genau. Und auf, das Wochenende zerstören. Und aktuell seht ihr ja, teilweise habt ihr auch geschrieben, Videos sind zu lang oder sonst irgendwas. Das wird zum Beispiel ab dem 22. dann nicht mehr der Fall sein. Da wird es über 20 Minuten mal krass unüblich sein. Und es wird qualitativ wieder ein bisschen mehr geschnitten. Es ging mehr in die Richtung Uncut und sehr viel. In letzter Zeit, beziehungsweise jetzt in nächster Zeit, weil immer sehr viel aufgenommen und halt keine Doppelsicht und dann, das kam halt auch sehr gut an, deswegen haben wir es immer eine Zeit lang so gelassen, ist aber nicht unser Standard, deswegen ändern wir das wieder so ein bisschen um, so ein Mix-Ding, nicht zu krass, nicht zu wenig. Zumindest versuchen wir das, deswegen wird sich das erstmal so ergeben und deswegen wieder mehr qualitativer, mehr geschnitten, wieder Doppelsicht. Und ab Dienstag geht's dann los und am Sonntag kommt dann das zweite Video. Freitags könnt ihr auch vorbeischauen, da kann es auch vorkommen. Dann bleiben noch 3 Tage. Und diese 3 Tage werden offen gehalten für den LP-Channel. Auf dem LP-Channel können zum Beispiel bis zu 3 Videos dann kommen. 3 Tage, also können bis zu 3 Videos kommen. Das heißt nicht, es muss, das heißt, es kann. Je nachdem, wie viel wir quasi haben, was, wo wir sagen, kommt nicht gut genug an, kommt nicht an unsere, an unseren Durchschnitt, oder? Nicht, an unseren Anspruch, qualitativen Anspruch heran. Entschuldigung. Ich hab mir für das Wort nicht ein. Anspruch, weißt du nicht, ich an Ansprüche. Ja, ist auch ziemlich hoch, also. Ja. Und da wird es auch dann auf den 2 Channel weitergehen. Da wird zum Beispiel dann eine Folge 2, wenn Folge 1 war, also dann wird zum Beispiel Folge 2 eher auf dem LP-Channel kommen. Wenn wir merken, okay, krass, wir haben jetzt so viele Warzone-Folgen wie damals das war, das haben wir auch im letzten Info wieder erwähnt, ein bisschen was angeschnitten. Wenn wir zu viel bringen von, wenn wir zu viel haben von einem bestimmten Spiel, dann teilen wir uns das quasi auf in die Folgen fanden wir besser und die eher schlechter. Aber da haben wir dann so. Genau, wir haben so ein 3-Stufen-System. Also unsere Lieblingsfolgen kommen auf unseren Hauptchannel. Was es nicht in die Favoriten geschafft hat, aber wir immer noch gut finden, kommt dann auf den 2-Channel. Und was wir nicht gut finden, kommt gar nicht mehr vor. Das kommt in die Tonne. Das ist unser neues 3-Stufen-System quasi.
Also Akadari, Hauptchannel, logischerweise Main, LP und sonst Mülleimer. Das wird so. Okay. Also, war geil, war cool und naja. Und naja, reicht uns halt nicht, deswegen wird es halt dann in dem Papierkorb landen. Und wie gesagt, alles 15 Uhr und auf. Das heißt nicht 7 Tage, 7 Videos, sondern es kann bis zu 7 Videos sein. Je nachdem, wie viel wir aufgenommen haben, je nachdem, wie es von der Qualität aussieht, nach dem 3-Stufen-System und ja. Und passe dazu zu diesem 3-Stufen-System, Svenny. Ja, mit TTT. Und zwar, wie ihr wisst, kommt ja freitags immer TTT. Und da wird das wahrscheinlich ein bisschen variieren, ob das dann mal auf den Hauptchannel sein wird. Je nachdem, wie gut die Folge halt ist, von der Unterhaltsamkeit her. Wenn das zum Beispiel eine Folge ist, die ein bisschen langweiliger ist, oder halt zum Beispiel jetzt so auf dem Minecraft-Map, gab es auch so oft, dann würde ich sowas wahrscheinlich mehr auf den LP-Channel setzen. Weil, ja, auf dem Hauptchannel wollen wir euch ja nur das Hochwertigste von dem Hochwertigen geben, also die besten Sachen, und auf dem Nebenchannel, auf dem LP-Channel, mehr so die Standardsachen. Also den nicht so anspruchsvollen Kram. Genau. Also so hätte ich das dann nochmal gesagt. Aber genau. Auf jeden Fall, da ist noch ein bisschen was an TTT, was noch kommen kann. Mhm. Also genau. Lasst euch auf jeden Fall freitags immer überraschen, wo es halt kommt. Also am besten beide Kanäle abonnieren. Genau. Das so, Werbung auch erledigt. Ja, ich meine, das ist ja auch sehr bekannt, dieses unser System jetzt, ne? Ja. Und passend dazu kommt Valorant jetzt immer auf dem 2-Channel. Die Frage kam auch bei uns vor. Passend dazu, 3-Stufen-System. Wenn wir fanden, die Folge sehr unterhaltsam fanden, wir, je nachdem, wir sehr gut gespielt haben, wir oder die Folge einfach sehr lustig war, dann würden wir die auf dem Hauptchannel bringen. Wenn wir sagen, okay, das war eine innerliche Katastrophe, aber war halt witzig oder weil hatte gute Momente, dann kommt es halt auf den Zweitchannel. Deswegen, auch Spike Rush haben wir einmal jetzt auf dem Hauptchannel gebracht. Spike Rush könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen, falls ihr Spike Rush gerne guckt. Ist knapp über 10 Minuten, mal unter 10 Minuten. Da wird es immer auf den Zweitchannel geben. Spike Rush ist immer so unsere Aufwärmrunde. Damit wir kurz in das Spiel reinkommen, vom Gameplay her, das wird es dann auf dem 2-Channel geben, auf Akadari LP bzw. Gameplay. Da wird es dann mehr so vermehrt, also Spike Rush Only ist auf dem LP-Channel immer. Egal wie gut die ist oder es wird auf dem LP-Channel sein. Weil das Spike Rush ist jetzt nicht das Spiel, was die Masse anzieht, das meiste ist halt der gute Rank-Modus bzw. der normale Unrank-Modus. Und auch passend dazu, ihr könnt zum Beispiel auch sehen, wenn ein Projekt nicht unseren durchschnittlichen Anspruch genügt, was Sven vorhin auch angeschnitten hat. Wir haben so, es ist so ein bisschen so schwankend gewesen zwischen 30 und 40, also ob es unter 30 fallen soll oder ob wir den Anspruch unter 40 Aufrufe setzen. Je nachdem, da werden wir einfach gucken, was einfach so die anderen Gegebenheiten sind. Es fällt natürlich nicht nur Aufrufe rein, sondern auch andere wie Watchtime und Interaktion zum Beispiel. Und das werden wir alles mit reinfließen lassen, um zu gucken, okay, die Folge, dieses Spiel kommt nicht an unserem Anspruch für den Hauptkanal ran. Und dann wird es auf den Zweitkanal kommen, wenn diese Sachen Qualität und diese beziehungsweise Interaktion, Watchtime, Aufrufe, wenn all das beziehungsweise eins von diesen beiden nicht reinfällt, dann kommt es auf dem LP-Channel, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Und wie gesagt, Valorant sehr viel, also viel mehr auf dem Zweit-Channel, aber wenn ihr wenn unserem Hauptchannel und unserem Zweit-Channel folgt, dann seht ihr auf jeden Fall alles. Verpasst ihr nichts. Auf dem Hauptchannel kommen die besten Runden, auf dem LP-Channel kommen die meisten Runden. Okay. Also wenn jemand fast täglich Valorant sehen will, am besten auf dem zweiten Channel vorbeischauen. Sowohl Spike Rush als auch die normalen Runden. Also kann natürlich fast rüberkommen, aber
Es kann alles auf den Zweitstelle kommen. Spike Rush wird nur auf den Zweitstelle kommen, egal wie gut die jetzt war. Oder qualitativ hochwertig, die wird immer auf den Zweitstelle kommen. Ist halt nur unsere Aufwärmrunde. Und der normale Spielmodus, der wird je nach Qualität bis dann aufgeteilt. Genau. Ich glaube, da war alles erklärt, oder? Dann hätten wir das Thema auf jeden Fall auch. Gut. Mit Valorant. Dann der aktuelle Schnitt, das haben wir auch schon angedeutet. Das gab es auch als Frage, ob wir beim aktuellen Schnitt bleiben. Das, wie gesagt, das haben wir ja schon angedeutet. Doppelsichten, die ein bisschen mehr kürzen. Vielleicht auch mehr auch wieder in die mimige Richtung oder so. So leichte musikalische Untersetzungen, aber nicht mehr so, nochmal ein bisschen leiser, einfach nur damit was da ist, wenn das Spiel jetzt quasi keinen zu bieten hat. Finde ich immer schöner. Also es wird wieder leichter in die andere Richtung gehen, aber so ein Mittelding. Das wird jetzt nicht komplett krass geschnitten, aber es wird wieder mehr geschnitten als vorher auf dem Hauptchannel. Auf dem Zweitchannel kann es so oder so sein, uncut als auch geschnitten. Genau, dann haben wir da auch die Doppelsicht, da freue ich mich mega drauf. Und auf das aufs Feedback. Deswegen, falls ihr zum Beispiel, also das wird natürlich auch sehr wichtig sein in unserer neuen Phase quasi wieder. Immer wenn ihr was habt, egal ob ihr was gut findet oder schlecht. So, also egal, ob ihr jetzt sagt, das finden wir cool oder finden wir scheiße. Es wäre echt toll, wenn ihr so oder so uns Feedback da lässt, damit wir wissen, okay, das machen wir aktuell richtig und das machen wir aktuell falsch. Dass wir da einsortieren können und zum Beispiel, wenn ihr was nicht gut findet, dann könnt ihr und euch zum Beispiel was einfällt, was euch daran nicht gefällt zum Beispiel, wenn ihr das spezialisieren könnt, dann wäre das natürlich noch eine größere Hilfe, damit wir sagen können, okay, da müssen wir nochmal ein bisschen dran schrauben. Wäre auch super. Genau. Mit eurer Hilfe, dass wir den Channel dann so hinbiegen, wie es für uns alle am besten wäre. Nur am besten immer nicht beleidigen werden oder irgendwie sonstiges. Am besten immer. Wie heißt das? Kritik. Ja, genau. Aber auf jeden Fall nicht beleidigen. Du Schnipper Huren so. Ich will hier keine Call of Duty Community hochziehen hier. Die waren nämlich anstrengend, also. Unsere Valorant-Community gefällt uns aktuell sehr gut, also muss man einfach sagen, schön, dass ihr da seid und schön, dass euch das hier so gefällt, deswegen geben wir uns auch sehr Mühe, Valorant natürlich weiterhin sowohl auf beiden Gameplay-Channels zu bringen. Genau. So, kommen wir mal kurz weg vom Gameplay, sondern mehr zum Live-Gameplay. Ich wollte gerade sagen, Sven, erzähl mal. Entschuldigung, ich dachte, mit Alexa ist gerade in die Amok gelaufen. Achso, ich dachte, du lernst einfach wieder mit deiner Katze. Nee. Nee, ist hier gar nicht. Gut. Möchtest du das Thema Streaming anschneiden? Ja, und zwar wurde gefragt, ob wir hier jetzt wieder öfter streamen, seltener streamen. Genau. Oder überhaupt noch streamen, quasi. Und ich würde sagen, Streams werden auf jeden Fall kommen. Und man könnte eigentlich auch sagen, öfter. Also öfter als vorher auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben auch vor, gleichzeitig zu streamen auf YouTube. Haben wir durch Zufall herausgefunden, indem wir einfach nur ausprobiert haben. Mhm. Weil wir hatten erst gedacht, dass wir uns gegenseitig rauskicken, aber ist tatsächlich nicht der Fall. Genau, weil es Twitch nicht macht und YouTube schon. Das heißt, ja. Internet! Hi. Wie geil, was ist das denn gerade? Du warst gerade Zeit um Sven. Und dann hat Discord gemerkt, verdammt, ich muss die Zeit aufholen, dann warst du Turbo Sven. Und dann, gar nicht? Internet? War geil. Das ist ein Like, oh Mann, ey, Qualität ist hier da. Gleichzeitig, ja, genau, gleichzeitig, wir haben es entdeckt. Ja, weiter. Und ja, bei Twitch geht das halt nicht. Und auf YouTube geht das halt wohl. Und dann hätten wir wohl auch gesagt, dass Yannick zum Beispiel jetzt bei, kann ich das so schon sagen, oder? Also jetzt mal Dark Souls hier streamt. Und ich zeig gleich, die Dark Souls 3, Entschuldigung. Ich weiß eine andere. Ja, gut. Auf jeden Fall, dann würde er das zum Beispiel streamen. Und ich würde zeig gleich wahrscheinlich dann Pokémon Kolosseum weiterhin spielen. Mhm. Im Stream. Dann können die Leute, die lieber Dark Souls gucken, sich das bei Yannick angucken. Oder die lieber Pokémon gucken, können dann zu mir kommen. Oder man guckt sich halt beides gleichzeitig an. Muss aber dann halt gucken, wie das ist mit Ton, weil Yannick und wahrscheinlich dann über Discord miteinander reden werden. Weiterhin. Streams werden wahrscheinlich dann parallel laufen. Oder sowas allein wie Valorant oder so.
würde sich zum Beispiel für Streaming auch anbieten, dass wir beide Sichten präsentieren, quasi im Streaming-Bereich. Auf jeden Fall. Das wäre ja ungefähr der gleiche Decay, also Delay. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zwei Bildschirme habt oder so, wäre es natürlich auch. Ne, ihr könnt ihr da Sven laufen lassen und da mich. Und dann habt ihr ungefähr gleichzeitig, müsste das sein, passen. Sonst könnt ihr das ja auch selber anpassen, indem ihr mal kurz pausiert auf einer Sicht. Dann habt ihr ja die Rundenzeit mit der Verzögerung. Genau. Und ja, die Streams, die werden wir auch gleichzeitig auch aufnehmen. Mhm. Und die werden dann auch auf den zweiten Channel kommen, also hier Let's Play Channel. Mhm. Und ja, das heißt zwar weniger FPS, 30 FPS werden das dann wahrscheinlich sein. Genau. Genau, und die werden aber auch ein bisschen geschnitten, zum Beispiel wenn wir jetzt in der Pause gehen im Stream, sowas wird dann rauskommen, genau. Oder die Vorscreen-Zeit kommt raus, also genau. Ein bisschen geschnitten auf jeden Fall. Genau, oder falls auf einmal kurz wir die Verbindung verlieren oder sonst irgendwas, ne, also solche, die Unterbrechungen allgemein werden einfach weggeschnitten. Ja, zum Beispiel bei uns ist das Problem ja immer, wenn wir die 4 Stunden geknackt haben, dann ist auf einmal kurz das Stream weg. Immer, einmal bis hier. Nee. Hatte ich schon mal. Nee. Hat Mirko aber auch. Ja, Mirko ist ein Noob. Ja, weiß ich nicht. Weißt du, unsere Mods können das nicht sein. Ach ja, und Mods. Da kommen wir ja zu den Mods. Und zwar haben wir ein paar Mods hier eingestellt. Ja, was soll das? Ich war mich selbst so wie in der Überleitung. Ach so, ja, gut. Such dich weiter. Sehr schön, sehr schön. Und zwar... Wattenvogel, der Kerl. Wattenvogel. Vielen Dank für diese Ehre. Dankeschön. Oh, das ist der Tennispokal. Den müssen wir eigentlich noch spielen. Pansexuels Mario Tennis. Ist sowieso gespiegelt, Spiel. Wahrscheinlich. Aber egal. Nee, also ich kann's lesen. Wenn es nicht so verfritzelt wäre, aber egal. Hm. Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt auch noch aus der Community ein paar Mods eingestellt. Die wissen von ihrem Glück noch nichts. Also die werden es auf jeden Fall sehen, wenn sie mal im Stream dabei sein werden. Und Yannick hat eine Gengar-Karte hoch. Ich will gucken, ob es gespiegelt ist, aber Gengar kann man auch nie erkennen. Nee, ist ein bisschen verpixelt. Lapras? Ja, ich kenne das Pokémon, danke für die Info. Achso, ja, ich lese es doch nur. Er ist gespiegelt, glaube ich. Egal, ja. Wir haben ein paar Mods eingestellt, genau. Genau. Die wissen von ihrem Glück noch nichts. Also die müssen auf jeden Fall mal im Stream vorbeischauen, weil die auch nicht benachrichtigt werden. Soll ich die sonst ich sehe das dann gucken, einfach. Ob ich die finde? Ja, wenn du das finden könntest, das wäre super. Mhm. Auf jeden Fall, die sehen das dann erst im Chat dann, wenn sie auf einmal da Portrechte haben. Genau. Oder Yannick findet die Liste eben schnell und dann. Okay, dann putzt er mal raus. Genau, wir haben jetzt also genehmigte Nutzer haben wir ein paar mehr eingestellt. Wir haben einen ausgeblendet im Übrigen. Und sonst sehr viele, ja, wenn die Schmu schreiben. Ah, okay. Ich will nichts lesen über hotgirls.net. Sorry. Oh Mann. Ja, also wir haben einige, unsere Stammzuschauer, unsere Stammabonnenten haben wir schon mal ein paar mehr Rechte gegeben. Also wenn ihr sehr viel kommentiert oder interagiert mit uns, dann kann es gut sein, dass wir euch da noch hinzufügen, weil das Vertrauen da ist, sag ich mal. Genau. Und für, genau, aber um das Thema eigentlich anzuschneiden, Moderatoren, genau, haben ja mehr Rechte, weiß nicht, was du jetzt erwähnt hast, mit Auszeit, mit Bann. Nee, das habe ich doch gar nicht erzählt. Also Mods haben natürlich mehr Rechte, können sehr viele coole Sachen machen, zum Beispiel auch sagen, was geschrieben werden darf und was nicht. Deswegen geht verantwortungsvoll damit um. Wir haben unsere längsten und vertrauenswürdigsten und am meisten interagierendsten Zuschauer genommen. Und Mirko? Und Mirko? Ja. Wir sind nicht voll abwerten, ne? Und Mirko, der ist auch dabei. Ja, er ist nicht von Anfang an dabei. Nee. Also, dass er immer einmal interagiert. Er interagiert nicht. Ja, ja. Er guckt nur und sagt dir und hat am Anfang immer dir gesagt, was er doof findet. Genau. Er hat live interagiert mit dir. Genau. Und später kamen die bösen Insta-Sprachnachrichten nämlich. Auf jeden Fall, Mirko ist unser allererster Moderator. Also wir haben nicht nur mit ihm aufgenommen, mit CS oder Valorant, also Despike hier, sondern er ist auch unser Mod, wenn wir streamen. Er hatte diese Rechte.
Wer auch noch Mod geworden ist, also die anderen fünf, das sind unsere krassesten Zuschauer. Wir haben einfach geguckt, was wir am meisten geherzt haben und am meisten geliked haben, von dem, was geschrieben wurde. Darunter fallen Yuna, Noah und Eagle Good. Die sind die haben wir auf jeden Fall seit sehr langer Zeit bei uns schon auf dem Channel entdeckt. Also die haben uns ja eher. Die haben uns entdeckt seit langer Zeit. Genau, Anfangszeit. Seit vor 15 Monaten. Und da haben sie sehr viel geschrieben. Beziehungsweise ihr habt da sehr viel interagiert mit uns und auch Kritik dagelassen. Und wir haben einfach in dieser Zeit, nach dieser gefühlt langen YouTube-Zeit, einfach das Vertrauen zu euch aufgebaut, dass ihr mit sowas umgehen könnt. Und das war jetzt. Genau. Wir werden es beobachten. Genau. Und also ihr werdet jetzt nicht den Zwang haben zuzugucken, aber wenn ihr da seid, dann könnt ihr ja mit bisschen mitgucken. Da könnt ihr auch ein bisschen mehr mitgucken, ob da alles in Ordnung läuft. Genau. Falls da ein paar Faggots reinkommen und Warzone gucken wollen. Also. Ich spiele mir lieber Dutt oder so. Dann schreibt ihr, er streamt gerade Dutt, er möchte oder was weiß ich. Ihr dürft auf solche Sachen antworten, wenn es nicht für uns ist oder das ist die 20. Frage zu dem Thema oder sonst irgendwas. Kennt ihr, genau. Stimmt. Genau, und die anderen beiden sind richtige Was? Was? Der letzte Stream mit den einen. Versteck gebracht hat. Ah ja. Ja. Und die anderen beiden Moderatoren sind Indra und richtige Heo. Das ist bei euch das gleiche. Ihr habt uns das Vertrauen vorgegaukelt, dass wir euch auch als Moderatoren einstellen können. Das ist ja, auch wenn Indra mal fies ist. Deswegen hat sie mein Vertrauen, ich habe sie hinzugefügt. dass sie immer, wenn es streamt, dann mal kurz reingeht, ihn beleidigt oder wieder zu mir kommt. Hey, du hast angefangen. Aber geht verantwortungsvoll damit um, wenn ihr zum Beispiel keine Lust darauf habt oder so. Also wir wollen euch natürlich dazu nicht zwingen oder so. Also falls ihr zum Beispiel sagt, wollen wir lieber nicht, dann könnt ihr uns einfach gerne schreiben, wie auch immer. Dann ist natürlich jetzt kein Zwang. Wir haben einfach gedacht, wir machen mal eine kleine Überraschung. Richtig. Darauf ein Bier. Genau, haben wir das Thema. Gut, haben wir die Hälfte abgehakt nach einer halben Stunde. Sehr gut. Oh, so viel. Ja. Das andere für das zweite Informationsvideo, beziehungsweise das dritte. Ja, seid ihr noch vier Leute oder gibt es da Änderungen? Das haben wir schon angeschnitten. Wir sind weiterhin drei Leute. Holger macht sein eigenes Ding. Holger will lieber einen This is Dummiesel, beziehungsweise This is Sharky Boy, This is Bluey, was whatever er davor hat. Weil er möchte lieber einen Solo-Channel machen. Ja. Falls Fortnite-Interessierte da sind, er hat. Das ist das Einzige, was ich rausgekriegt habe. Ich habe ihm geholfen, den einzustellen. Alles andere liegt an ihm. Ob wann er anfängt, was weiß ich, weiß ich nicht, aber er wollte auf jeden Fall Solo durchstarten, aber auch mit uns aufnehmen. Weil Abo abschabbern und so. Das ist Holger, wie ich ihn kenne. Ja, hey, bei Mirko genauso. Und. Aber Mirko hatte wenigstens schon vorher ein paar. Ja, gut. Und ja, genau, Bernd ist halt sehr viel auswärts, das bleibt alles auch weiterhin so. Er chillt aktuell in einem anderen Bundesland, als wir aktuell normalerweise sind. Und es ist nicht Saarland. Und er ist auch kein Bundesland. Oh Mann. Und ja, genau, also. Wir sind halt die beiden Aktiven aktuell. Ben ist der Inaktive. Aber wir wissen, was inaktiv heißt. Er hat quasi noch den Account. Er muss ihn nur wieder reaktivieren, wie bei jedem MMO-Spiel. Genau. Genau, dann hattet ihr noch Fragen zu Spielen. Kommt noch was zu Red Dead? Müssen wir mal schauen, wie sich das einpendelt. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen Upload-Plan erstmal dazu und da müssen wir gucken, was wir auf jeden Fall bringen wollen, und weil wir natürlich jetzt nicht mehr täglich bringen, sondern nur zweimal die Woche, also vielleicht dreimal, je nachdem, und auf dem Hauptchannel, das ist zwei Channel, und sowas wie Red Dead, also wir würden uns dann natürlich noch was Vernünftiges überlegen, zum Beispiel. Das gleiche gilt zu den Fragen von Sea of Thieves oder EFT. Wir können uns generell immer Sachen schreiben zu, hey, das Spiel ist neu rausgekommen, macht ihr dazu was? Oder wollt ihr mal wieder da reinschauen oder so, wenn es ernsthaft gemeint ist. Ne? Also ich meine, ihr könnt auch schreiben, guck mal wieder in Roblox rein, aber ihr wisst genau. Nee. Ihr wisst genau, wir liken das, herzen das und dann machen wir die und dann war es das schon mit der Interaktion.
Aber ernsthafte Interaktion oder so, also auch wenn du, na, es kann ja zum Beispiel sein, dass wir noch nichts von dem Spiel wissen, aber das wäre zum Beispiel natürlich eine geile Hilfe. Oder, ne, oder vielleicht bringt du es auf die Idee oder so, ach ja, das gibt's ja auch noch, und stimmt, könnte man tatsächlich machen oder was weiß ich. Einfach nur dafür wissen, habt ihr Bock drauf oder so. Deswegen, genau. Aber so generell, ihr müsst halt, wenn ihr zum Beispiel das schreibt, ihr müsst nicht damit rechnen, dass wir richtig krass antworten oder dass auf direkt eine Reaktion kommt. Wir klären das meistens immer und gucken, okay, passt das? Haben wir dazu eine Idee? Können wir das irgendwie umsetzen? Passt das jetzt in den Upload-Plan? Wann geht's? Wie könnte man das am besten machen? Also das müssen wir dann immer klären und gucken. Wie die Umsetzung halt ist. Genau, auch bei neuen Spielen, was jetzt neu raus oder so, müssen wir es natürlich auch besprechen, okay, ja, ist das Spiel was für uns oder was weiß ich. Genau. Ja, aber immer wieder gerne, aber rechnet erstmal nicht damit, dass irgendwas auf einmal Krasses kommt. Und dann... Das kommt wirklich was Krasses. Genau. Deswegen, Interaktion immer wieder gerne. Ob es Feedback ist, ob es Hinweise sind. Ne? Schreibt, was ihr wollt, solange es konstruktiv ist oder ein netter Hinweis. Ne? Genau. Also Kritik oder sonst was nehmen wir gerne an. Ja? Alles gerne da. Wir wollen ja euch das Bestmögliche bieten, was wir können. Und das geht natürlich auch nur, wenn ihr zum Beispiel sagt, geil, nicht geil. Ja, das Spiel ist so olala, ist eigentlich ja... Was geiler wäre, wäre jetzt das oder so. Wenn wir merken, okay, 20 Likes oder so, 20 Leute wollen eher Fortnite Adventure, weil es das normale Fortnite, was weiß ich, so als Beispiel. Dann wissen wir zum Beispiel Bescheid. Gut. So, aber das letzte Thema. Sandin, ich habe es halt vergessen. Was ist denn bei dir das letzte Thema? YouTube. Weil ich hab YouTube. Genau, habt ihr viel Kontakt zu anderen YouTubern? Beziehungsweise ändert die Umstellung was an euren Gästen? Diese Fragen haben wir mal zusammengefasst, weil, ja, haben wir nicht. Momentan nicht, nee. Nee. Seit TDT ist quasi kein Kontakt da. Wir haben Crucible mit David aufgenommen, kann Variant auch zum Beispiel noch sein, aber er ist Twitcher. Also, wir werden gucken, also wenn... Leute, also wenn ihr bis hier jetzt guckt und uns mit uns mal was aufnehmen wollt oder sonst was, also wir haben Discord, wir haben E-Mail-Postfach, alles in der Videobeschreibung, das ist in der Kanalinfo. Schreibt uns gerne an und wir können Projekte belabern oder sonst was. Also genau. Wir sind immer noch offen, aber das ist quasi wie, ihr müsst euch da nicht wundern, das kann zum Beispiel sein wie bei den Spielen, kriegen wir das aktuell hin oder so. Aber ich meine, wir haben auch zwei Channel, im Zweifelsfall landet das bei uns nur da. Also nicht, dass ihr euch aufregt, aber ich wollte eure 900 Abos abschabbern. Da braucht dann, naja. Aber zu unseren bisherigen Aufnahmekollegen haben wir aktuell weniger Kontakt. Nur halt mit The Spike, ja, weil er auch unser Mod ist. Und Sven privat auch irgendwie kennt. Woher wohl? Ja, weiß man nicht. Und zu David, den ich auch von einem früheren YouTube-Kanal kenne, weil ich mit dem gemeinsam einen Channel hatte. Und genau, mit dem beiden haben wir aktuell Kontakt. Mit allen anderen YouTubern bzw. allen früheren Gästen haben wir aktuell keinen Kontakt. Aber wenn die noch Interesse haben und eine coole Idee haben oder so oder Fragen haben, kann man ja einfach anschreiben. Ne? Also ist ja nicht so. Wir sind ja die Netten. Wir sind ja und wir sind ehrlich. Und wenn man mit ehrlich nicht umgehen kann, dann ist das so. Ja. Genau, wir haben ja zum Beispiel auch gesagt, warum wir kein TDT mehr mitmachen wollen. Seitdem nichts mehr gehört. Aber immer ein Problem. Das war jetzt hier so ein bisschen Angriff, ne? Also. Was denn? Ist doch so. Ja, aber so muss man freundlicher sagen. Nee. Doch. Ne? Kann alles Zufall sein. Ich weiß, wie es zeitlich bei den anderen ist, deswegen no hate, aber. Ne? Also wenn sie fragen wollen würden, irgendwie nach hier Projekten oder so, könnte man auf jeden Fall darüber reden. So. Genau. Eine Kooperation ist noch möglich. Einer von meinen Mitinhabern war zum Beispiel salzig, dass er nicht nach Goldfield befragt wurde. Ich will keinen angucken. Einer von meinen anderen aktiven Kanalinhaber-Kollegen. Ich nenne keinen Namen. Ja. Naja. Aber das sind so die Themen. 35 Minuten, aber es ist natürlich auch wichtig, euch alles genau zu erklären. Jeden Fall. Falls ihr was
hoffentlich haben wir es jetzt alles beantworten können. Wie gesagt, Kanal-Trailer im Werbespot sind in der Mache, wird noch ein bisschen dauern. Aber ja, alles ab. Corona, ne? Jo. Aber werdet ihr dann nach und nach sehen. Und genau. Das ist, wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst ein Abo da. Wie gesagt, wir haben euch erklärt, was, wie, wo und wann funktioniert. Alles in der Kanalinfo steht auch nochmal. Natürlich ein bisschen grober als jetzt hier erklärt, aber das steht auch nochmal. Und da könnt ihr dann gerne abonnieren und uns folgen. Das ist natürlich gratis, ihr werdet nicht voll gespammt. Das ist nur ein Video, höchstens am Tag, ab den 22. wie gesagt. Ja. Und sonst gerne interagieren mit Kommentaren und Likes, beziehungsweise Dislikes. Wie gesagt, ein Like, Dislike ist uns egal, wie, wenn es. Bei einem Dislike wäre es zum Beispiel cool, wenn ihr dann schreibt, was ihr daran doof fandet, damit wir verstehen, was jetzt, was man ändern kann. Dieses Feedback halt. Genau. Wäre uns wichtig. Und genau. Sonst, falls ihr ein billiges Spiel haben wollt, Hashtag Werbung, Instant Gaming, bietet Spiele wesentlich billiger als normal. Und die Entwickler werden auch weiterhin unterstützt, die kriegen davon Geld ab. Im Gegensatz zu anderen Seiten, die dieses nicht tun mit illegalen Keys, hat Instant Gaming nichts zu tun, deswegen haben wir diese Seite erwähnt. So, das war die Werbung. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls noch was offen ist, frag gerne. Wir versuchen das zu beantworten, direkt in den Kommentaren. Falls das jetzt hier nicht richtig vorkam, wir werden dann kein extra Video machen, dann wird das auch schnell in den Kommentaren beantwortet. Also wirklich, falls noch was offen geblieben ist. Falls Anmerkungen, sonstiges, gerne in die Kommentare. Das war's aus unserer Seite. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank, dass ihr Feedback gebt, interagiert, whatever. Schön, dass ihr da seid. Schönen Tag noch, schönes Wochenende. Haut rein, ciao. Danke schön, ciao. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life.